Was geht ab, meine Wunschkinder? Und heute kommt der lang ersehnte zweite Teil vom Fun Fact Spezial, die Biografien der Defender Operator. Ich will euch nicht lange zulabern. Lehnt euch zurück, holt euch Popcorn und lauscht meinen Worten. Wir beginnen mit Smoke. Smoke war nie ein herausragender Schüler, hatte aber unglaubliche Talente in Naturwissenschaften bewiesen. Er entwickelte herausragende Fähigkeiten in Chemie, Biologie und Mathematik. Smoke war an einem herkömmlichen Studium nicht wirklich interessiert und fälschte deswegen seinen Ausweis, um der britischen Armee beizutreten. Er brach jedes Mal Regeln und wurde mehrfach aufgrund dessen bestraft. In seiner Freizeit lernt Smoke gerne neue Sprachen und Musik. Wenn Smoke sich abreagieren will, besucht er gerne Live-Konzerte, passt irgendwie zu ihm. Smoke hat auch gerne Experimente gemacht, wobei er sich physische Schäden zugezogen hat. Er ist sehr beliebt bei den Kollegen und kann Risiken sehr gut einkalkulieren. Smoke hat eine Adoptivtochter, aber mehr weiß man leider nicht über sie. Seine Gaskanister sind so gefährlich, dass trotz der hochmodernen Anlage, in der Rainbow Six untergebracht ist, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen, wenn diese Dinger getestet werden. Mute. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen war Mute einer der jüngsten Studenten, die je in Cambridge angenommen wurden. Mute hat ein großes Talent im Knacken von Codes und wurde dadurch Geheimdienstoffizier in der Abteilung Signal Intelligence. Nebenbei lernt Mute momentan Koreanisch. Man denkt, dass der Name Mute daher stammt, dass er kaum redet, jedoch ist Mute nicht wirklich zurückhaltend. Mute ist sehr ungeduldig und dreist sogar, was viele Leute abschreckt, bis auf Thatcher. Scheinbar hat sich Thatcher mit Mutes Einstellung abgefunden und ihn sogar mehrfach vor anderen verteidigt. Mute fühlt sich zu bestimmten Charakteren hingezogen, also Menschen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen, wie zum Beispiel zu Glass. Mute nimmt gerne Dinge auseinander und setzt sie zu etwas Neuem zusammen. Seine abstrakte Denkweise ist der Grund, wieso er mit Glass klarkommt, weil Glass auch ein Talent für komplexe Situationen hat. Mute redet nicht gerne über sich selber, ist äußerst intelligent und kann trotz seines jungen Alters den anderen älteren Kollegen in Rainbow einiges beibringen. Castle hat seinen Bachelor im Strafrecht und trat daraufhin direkt dem LAPD bei. Er wurde dem LAPD SWAT zugeteilt, wo er Operationen mit hohem Risiko bestreiten sollte. Durch seine dynamische und wohldurchdachte Herangehensweise wurde schnell Castle zum Captain befördert. Castle ist die Sicherheit seiner Kollegen äußerst wichtig. Er arbeitet an Verteidigungs- und Verstärkungstechniken, um seine Ausrüstung zu perfektionieren. Klingt nach einem künftigen Castle-Buff irgendwie. Castle ist zertifizierter Spezialist für Feuerwaffen. Er trainiert mit dem GSG 19 zusammen und wurde daraufhin vom FBI rekrutiert. Er ist laut seines Profils ein sehr liebenswerter, lockerer, offener und toleranter Mensch. In mehreren Berichten wird Castle als Papa Bear oder der Diplomat bezeichnet. Castle ist wohl ein Ankerpunkt in Rainbow Six, weil er das Team zusammenhält und öftermals den ein oder anderen Streit schlichtet. Ash soll sich wohl in seiner Gegenwart am wohlsten fühlen. Puls wurde auf einer Air Force Base geboren und verbrachte seine Kindheit auf verschiedenen nationalen und internationalen Basen, darunter Deutschland, Türkei und Japan. Er zeigte schon seit seiner Kindheit großes Interesse an Naturwissenschaften. Er war der jüngste Praktikant, der je für das Biometrieprogramm zugelassen wurde und wurde später vom SWAT rekrutiert. Puls hat eine hohe soziale Intelligenz und stieß aufgrund dessen zum Geiselrettungsteam des FBI. Puls behält stets die Nerven und hat ein unerschütterliches Urteilsvermögen. Er hat Interesse an Biologie, Kampfflugzeugen und Tauchen. Puls ist so von Naturwissenschaften begeistert, dass er eigentlich Astronaut werden wollte. Er hat ein Talent im Deuten von Mikroexpressionen. Wenn es aber in Gesprächen um seine Mutter geht, wird er ernst, weil es ihm wohl scheinbar gar nicht gefällt, dass seine Mutter die einzige ist, die er nicht lesen und deuten konnte. Puls ist sehr gut mit Thermite befreundet, hat aber eine Art professionelle Rivalität mit IQ. Doc stammt aus einer Familie, die hochgeachtete Militärpersonen oder Mediziner waren und sind. Er war beim Ärzte ohne Grenzen Aufruf dabei. Danach wurde Doc eine sehr bedeutende Privatpraxis angeboten. Das Angebot hat er aber abgelehnt und wollte zum medizinischen Dienst in der Armee. Was alles sehr überraschend ist, wenn man weiß, dass Doc eigentlich gar kein Arzt werden wollte. Scheinbar so ungern, dass er im zweiten Semester fast alles hingeworfen hätte. Seine Leidenschaft, dann doch Arzt zu werden, kam dadurch, dass er sich als Freiwilliger bei Ärzte ohne Grenzen gemeldet hatte und das Elend und den chronischen Mangel an Vorräten gesehen hat. Der Grund, wieso sich Doc entschied, an der Front zu kämpfen, war, dass das Krankenhaus in Ostafrika, in dem er gearbeitet hat, von einer lokalen Miliz gestürmt wurde und alle Patienten getötet wurden. Daher auch der Spruch in seinem Operator-Video. Und manchmal muss man ein Leben nehmen,
um eins zu retten. Doc scheint auch sehr gut mit Twitch auszukommen, die sich gut verstehen, weil Twitch auch ein Ziel verfolgt, um Menschenleben zu retten. Ich glaube, es ist überall bekannt, dass Doc und Lion nicht gut auskommen, weil eine Entscheidung, die Lion gefällt hat, dazu geführt hat, dass mehrere Freunde von Doc sterben mussten. Um eins zu retten. Brooke war in der Schule sehr sportbegeistert. Er hatte großes Interesse an Leichtathletik, Fechten und Radfahren. Er verließ vorzeitig die Uni, um Frankreich mit dem Fahrrad zu durchqueren. Als er zurückkam und der Gendarmerie beitritt, wurden seine Paradedisziplinen Waffenkunde, Überwachung und Kriminalermittlung. Sein Spezialgebiet ist Geiselbefreiung und Überwachung. Brooke hat eine sehr seltene und erstaunliche Gabe. Er kann sich an jegliche Anforderung anpassen. Vor seiner Karriere bei der Strafverfolgung hat Brooke Architektur studiert. Als junger Erwachsener hat er ja, wie schon gesagt, großes Interesse für das Radfahren entwickelt. Jedoch zählten auch Autorennen und Rockkonzerte dazu. Jetzt stellt euch mal vor, Rook bei so einem Rockkonzert. Und lustigerweise hat er überlegt, wie er darin eine Karriere starten kann. Er ist bei allen sehr beliebt, ein Optimist und motiviert sein Team durchgehend. Und sie vertrauen mir. Kommen wir zu Kapkan. Kapkan und seine Brüder wurden schon in der Kindheit vom russischen Militär beeinflusst. Er wurde von seinen Eltern motiviert, sich dem Innenministerium anzuschließen. Abgesehen von seiner Ausbildung in Waffenkunde, Schutzaufgaben, ja und sogar Verfolgungsjagden, zeigte Kapkan großes Talent für Geiselbefreiung und Informationsbeschaffung. Er ist der geborene Stratege und wie geschaffen für verdeckte Operationen. Als er deswegen von den Spetsnaz rekrutiert wurde, wurde er zu einem begeisterten Jäger und Fallensteller. Kapkan ist sehr zynisch und ist für andere Soldaten ein Mentor geworden. Viele im Team Rainbow finden ihn sehr anstrengend, aber loben ihn auf der anderen Seite enorm. In seiner Freizeit beschäftigt sich Kapkan viel mit Waffen und dem Jagen. Kapkan sagt, dass das Leben hart ist und Menschen das Leben nur härter machen. Doch es ist zu spät. Kommen wir zu Tachanka. Mit 18 wurde Tachanka zum Militärdienst eingezogen. Nachdem er seine Wehrpflicht absolvierte, verpflichtet er sich zum Berufssoldat. Er trat der Ringerliga bei, wo er wegen seinem ausgezeichneten Körperbau und seiner Machtstrategie viel Lob bekommen hat. Tachanka konzentrierte sich während seiner Ausbildung nicht nur auf Artilleriewaffen, sondern auch auf Defensiv- und Durchbruchstaktiken und ließ sich in der Waffenabteilung als Maschinist weiterbilden. Er bewarb sich bei der Marine, aber in seinem Profil steht, dass aus Gründen, die nicht freigegeben werden dürfen, er dann doch bei seinem alten Trupp blieb. Tachanka hat einen sehr ungestümen Humor. Er lacht laut und schallend. Er kann sehr stumpf wirken, will aber niemanden absichtlich damit verletzen. Tachanka macht sich Sorgen, dass er nicht sein volles Potenzial entfalten kann und will als verheerende Kraft wahrgenommen werden. Er hat eine jüngere Schwester, die Ärztin ist und hat sogar Kinder, wie viele ist aber unbekannt. Tachanka wurde geschieden. Auch wenn Tachanka ein Patriot ist und stolz auf das ist, was er tut, ist er keineswegs davon überzeugt, dass sein Sohn und sein Neffe eine militärische Karriere einschlagen sollen. Jäger wurde von seinem Onkel großgezogen und hatte in seiner Kindheit deswegen sehr viel mit Turbinen und Motoren zu tun. Sein Onkel ermutigte ihn, zur Luftfahrttechnik an der Universität zu studieren, aber die Vorangehensweise lag ihm nicht wirklich. Jägers Noten waren akzeptabel, aber ihm war eine gewisse Rastlosigkeit anzumerken. Das Fliegen war seine große Leidenschaft und sein Hobby. Nachdem er der Fliegerstaffel beigetreten ist, begann er Verteidigungssysteme für die Beepol zu entwickeln und so entstand sein AVS. Dieses Verteidigungssystem weckte die Aufmerksamkeit der GSG 9. Jäger ist sehr neugierig und kreativ. Er ist an so vielen Dingen interessiert, aber am meisten an Robotik und KI. Er soll eine sehr lebhafte Energie haben und er sorgt sich sehr um seine Teamkameraden. Es ist wohl mal der Hund von einem Operator gestorben, dessen Namen nicht bekannt ist, und Jäger fragte, wie es ihm danach ginge und ob jemand anderes seine Glückwunschkarte erhalten hat. Jägers Familie ist wohl zahlenmäßig sehr klein und hatte deswegen immer nur wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. Er schätzt seinen Onkel unglaublich, sagt aber auch, dass er ein griesgrämiger Erbsenzähler sei. Ab hier versteht man wahrscheinlich, wieso Jäger so großen und starken Kontakt zu seinen Kollegen sucht, weil seine Familie eben sehr klein war. Bei Jägers Profil musste ich dezent lachen, weil am Ende eines Profils immer ein paar Anmerkungen stehen und Jäger hat einen Bericht hinterlassen mit technischen Daten und hat dazu eine Liste seiner Lieblingsfilme hinzugefügt. Kommen wir nun zu Bandit. Bandit hat einen Zwillingsbruder, dessen Vater, der auch bei der Polizei war, beide motivierte, in seine Fußstapfen zu treten. Während der Zeit bei der Bundespolizei zeigte Bandit seine Verlässlichkeit in Krisensituationen. Auch er war bei der Fliegerstaffel und hatte eine Hubschrauberlizenz. Jedoch wurde er durch seine enorme Anpassungsfähigkeit in verdeckten Operationen eingesetzt.
Er war undercover bei der Terrororganisation Rote Armee-Fraktion und bei den Hells Angels. Er sammelte bei beiden Aufträgen so viele Informationen, dass die Schlüsselfiguren verhaftet werden konnten. Bennett verfeinert seine Fertigkeiten in Guerilla-Taktiken und unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen und entwarf natürlich seine Schockbatterie. Er spricht fließend Deutsch, Englisch, Polnisch und Türkisch. Die Undercover-Operationen haben Bennett sehr geprägt. Wenn beispielsweise die Frage aufkommt, wer bist du, er nicht mal auf die Frage antwortet, sondern diese einfach wegschiebt, um seine Identität zu bewahren, obwohl dies nicht mehr nötig ist. Harry, der Schreiber dieser ganzen Biografien, sagt, dass es äußerst wichtig ist, mit Castle, Twitch und Blitz zusammenzuarbeiten und zu trainieren, weil die ruhige Ausstrahlung der drei Operator Bennett dabei helfen sollen, seinen inneren Dämon unter Kontrolle zu halten. Okay. Dass ich befördert wurde. Frost hat sich mit 18 Jahren der Royal Canadian Air Force verpflichtet und wurde nach ihrem Bachelor an der RMC beim Joint Rescue Coordination Victoria stationiert. Frost soll extrem konzentriert sein und plant jede einzelne Handlung im Voraus. Sie soll keine Abkürzungen nehmen und es soll angeblich nichts geben, was sie aufhalten kann, wenn sie sich einmal ein Ziel gesetzt hat. Ihre Bärenfallen stammen aus ihrer Leidenschaft zu jagen, weil sie in Vancouver auf Waschbären und Berglöwenjagd gegangen ist. Valkyrie ist eine ausgezeichnete Brustschwimmerin in über 200 Metern. Leider wurde ihr Traum, bei der Olympiade im Brustschwimmen mitzumachen, ein Ende gesetzt, weil sie in ihrer Highschool einen Autounfall hatte, bei dem sie sich einen Arm gebrochen hat. Nachdem sie das College abgeschlossen hatte, ging Valkyrie zur Navy zurück und schlug eine Laufbahn als Nachrichtenoffizier ein. Daher auch die Valkyrie Elite mit der Kamera. Auch Valkyrie soll laut ihrem Profil unglaublich zielstrebig sein und einen starken Willen haben, der ihr dabei hilft, ihr Ziel nicht leicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt zu Kavera, dessen Profil wohl viel von euch interessieren wird. Kavera hat 9 Geschwister, alles davon sind Jungs. Aus ihrer Kindheit soll nur wenig bekannt sein, außer dass wohl ihr Vater verstorben ist. Sie wurde mit 16 Jahren von ihrer Mutter als vermisst gemeldet und wurde daraufhin ein Jahr später bei einem Raubüberfall festgenommen. Sie hinterließ einen bleibenden Eindruck beim Richter, weil sie sehr selbstbewusst und intelligent ist. Der Richter ließ ihr aufgrund ihres Alters und ihrer Persönlichkeit die Strafe milder aus. Er ließ ihr die Option, ob sie ins Gefängnis wandert oder bei der Militärpolizei arbeiten soll. Kavera ist unglaublich, wenn es darum geht, Informationen aus Verdächtigen herauszulocken. Ihre äußerst brutale Herangehensweise ließ darauf schließen, dass sie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Die Tests waren aber nicht eindeutig. Kommen wir zu Echo. Echo wuchs in einem stark besiedelten Stadtbezirk namens Suginami auf. Mit 16 versuchte sich Echo schon an Robotertechnik und 2 Jahre später gewann er die internationale Aerial Robotics Competition. Echo soll so fokussiert sein, dass seine direkte Art, mit Leuten zu reden oder prinzipiell zu kommunizieren, die Harmonie in der Gruppe stören könnte. Er ist nicht wirklich kritikfähig, was der Grund ist, wieso er noch nicht befördert wurde. In den Anmerkungen steht, dass sein Schwanken zwischen Trägheit und Arbeitswut genau zu beobachten ist. Er soll wohl ein kleiner Problembursche sein. Mira ist eine begnadete Schrauberin, weil sie schon in der Kindheit ihrem Vater in der Werkstatt geholfen hat. Sie hat umfangreiche Kenntnisse über Fahrzeuge und entwickelte neue kugelsichere Materialien und verbesserte Brückenfahrzeuge. Mira wurde nach ihrer Geburt von ihrer Mutter im Stich gelassen und deswegen von ihrem Vater großgezogen. Mira und Ash sind erbitterte Rivalen und es wurden mehrere Untersuchungen angeordnet, ob sich diese Rivalität auf künftige Operationen auswirken könnte. Weiter mit Legion. Legion wohnt in einer Sozialwohnsiedlung nähe seines Geburtsorts. Sein Vater war im Abwrackunternehmen und hat alte Schiffe zerlegt, damit sie verschrottet werden konnten. Als die Geschäfte nicht mehr liefen, haben Legion und sein Vater Schwarzarbeit angenommen. Nachdem sein Vater an einer Rückenverletzung erlitt und Legion mit seinen 19 Jahren nicht für das Einkommen beider sorgen konnte, begann Legion als Freiwilliger bei der Räumung von Minen und entschärfte 2 Jahre lang gefährliche Munition. Als er nach Hongkong zurückkehrte, trat er dem SDU bei und kümmerte sich um chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen durch Terroristen. In seinem Bericht steht, dass Legion im Alter von 10 Jahren in einen Öltank gefallen war. Durch den Versuch, sich zu befreien, schluckte er einiges an giftigem Wasser. Legion ist sehr widerstandsfähig, wenn es um körperliche Strapazen geht. Außerdem ist er resistent gegen eine Reihe von Substanzen und Opioiden, einschließlich Morphium.
Ella besuchte eine Militärschule, auf der sie einige Schwierigkeiten hatte, also verließ sie nach ihrem Abschluss Polen. Ella war eine Zeit lang in Berlin und hat dort bildende Kunst studiert. Während ihrer Zeit in Berlin lernte sie einen Eigentümer eines Militärunternehmens kennen, der ihr eine Stelle anbot. Weil Ella schon immer abenteuerlustig war, sagte sie halt zu. Ella machte sich schnell einen Namen, weil sie eine beeindruckende Bandbreite an Fähigkeiten mitbrachte. Dennoch wird immer wieder berichtet, dass Ella Autoritätsprobleme hat und sie immer unter Beobachtung steht. Nach 4 Jahren bekam sie eine Nachricht, dass ihr Vater sich das Leben genommen hat. Einige Monate danach trat sie der Grom bei, die ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Ella hat zusammen mit Valkyrie einen Warlord infiltriert. Sie löste das Netzwerk auf, ohne einen einzigen Zivilisten zu schaden. Sie ist sehr einfallsreich, aber auch rebellisch. Ein Grund, wieso sie sich die Haare grün gefärbt hat. And I'll make sure you never escape it. Vigil erinnert sich nicht an viel aus seiner Kindheit, aber er weiß, dass seine Familie Flüchtlinge waren oder auch Kriminelle. Sein Bruder starb bei der Überquerung eines Flusses. Er musste seine Mutter bei der Durchquerung eines Dschungels zurücklassen und sein Vater hat ihm verboten, deswegen zu weinen, weil ihn sonst die Patrouillen finden würden. Ihm wurde beigebracht, alle Emotionen zu verbergen, um seine Eltern nicht zu verraten. Auch Vigils Vater begann Selbstmord, worauf Vigil nun ein Waise wurde. Sein jetziger Name ist tatsächlich nicht sein richtiger Name. Diesen kam er von seinen Adoptiveltern. Vigil ging zur Marine und war ein vorbildlicher Matrose, der daraufhin von den SEALs aufgenommen wurde und schloss seine Dienstzeit mehr als ausgezeichnet ab. Vigil ist zwar sehr schweigsam, aber unglaublich systematisch, fühlt sich aber auch unter Menschen sehr unwohl. Er wird nervös, weil er sich Gedanken darüber macht, wie andere sein Verhalten interpretieren. Er fühlt sich am wohlsten, wenn er seine Maske aufhat, weil er somit alles verstecken kann. Er hat eine besondere Bindung zu Doki und hilft ihr in jeder Lage. Weil er weiß, wie wichtig ihr der Platz in Rainbow ist. Genauso wichtig, wie er selber gerne in Rainbow ist. Vigil vertraut sich bei Gelegenheit auch mal Blackbeard an. Maestro hat wohl das umfangreichste Profil in Rainbow, beziehungsweise das längste. Maestro ist das älteste von 8 Kindern und besuchte mit 18 die Militärakademie und erarbeitete sich einen Platz im 1. Fallschirmregiment. Er bekam mehrere Auszeichnungen, darunter auch die silberne und bronzene Tapferkeitsmedaille. Die Narbe in seinem Gesicht stammt von einer Explosion einer Sprengfalle an einem Straßenrand. Nach Abschluss seiner Militärzeit machte sich Maestro als privater Berater selbstständig, wodurch seine Kurse bei dem Militär große Beliebtheit erlangten. Maestro soll laut Harry ein geborener Anführer sein, weil er statt sich selber etwas Gutes tut, lieber anderen Soldaten helfen möchte. So kam er auch zu seinem Namen Maestro. Er ging in erster Linie zum Militär, um die finanzielle Belastung seiner Eltern zu verringern und sorgt sich auch weiterhin immerzu um andere Menschen. Seine Lehrmethoden sollen sehr erfolgreich sein, auch wenn er dabei öfter mal vulgär wird. Er hat eine besondere Beziehung zu Sledge, die auch mehrere Operationen zusammen umgesetzt haben. Maestro braucht laut Harry dringend eine Langzeitmotivation, um im Rainbow-Team zu bleiben. Eine Idee ist, ihn mit Smoke in den Ring zu stellen und gegeneinander boxen zu lassen. Warum Smoke? Naja, Smoke ist Mittelgewichtsboxer mit Erfolg. Maestro soll Thatcher so sehr respektieren, dass Maestro kein Wort rausbekommt, wenn Thatcher in der Nähe ist. Sein Evil Eye heißt eigentlich CLEV, welches von Twitch entwickelt wurde, jedoch fand Maestro das Ding so toll, dass er es Evil Eye getauft hat, auch wenn Twitch das nicht so toll fand. Kommen wir zu Alibi. Alibi besitzt umfassende Kenntnisse mit italienischen Feuerwaffen. Weil sie eine Europameisterschaft im Scheibenschießen mit Gold gewann, bat man ihr an, sich der Polizei anzuschließen. Ihre Fähigkeit und Professionalität als Scharfschützin ließ sie schnell aufsteigen. Sie diente einige Jahre als Undercover-Agentin, wodurch sie sehr vielschichtig geworden ist und eine Art Schutzmechanismus entstanden ist. Ihr Profil ist zwar lang, aber mit einem unglaublich unnötigem Kram gefüllt. Sorry an der Stelle. Ich wusste echt nicht, welche Informationen ich da entnehmen soll, weil irgendwie alles nicht interessant ist und die ganze Zeit es nur um ein einziges Thema geht. You're mine.
naja, machen wir einfach weiter mit Clash. Clash führte den Kampf gegen rassistische Gruppen an. Bei diesen durchaus brutalen Kämpfen zeigte sie nie Schwäche, bis auf den Tag, wo ihr Freund und Mentor von Plünderern getötet wurde. Also bei allem Respekt, aber hier sterben ziemlich viele Menschen in den Profilen. Clash führte während ihrer gesamten Dienstzeit bei der Police Constable 274 Festnahmen durch und wurde daraufhin befördert. Clash soll innerhalb des Rainbow Teams ein Rätsel sein, soll sich aber mit Montagne angefreundet haben. War klar, dass sich zwei Schildträger miteinander gut verstehen. This is where you stop. Kaid schloss sich mit 18 Jahren der marokkanischen Gendarmerie an. Dort stellte er bei gefährlichen Situationen unter Beweis, dass er natürliche Führungsqualitäten besitzt. Kaid wurde nach seiner effektiven Leitung in bestimmten Operationen zum Hauptmann befördert. Kaid soll eine beeindruckende Präsenz besitzen und mit seinen strikten Werten soll er erfolgreich Schüler hervorgebracht haben. Seine Körpersprache ist so massiv, dass er ohne ein Wort zu sagen sofortigen Respekt und Kooperation verschaffen kann. Auch Kaid ist ein Mensch, der gerne für sich alleine ist und nicht gerne irgendwen an sich heranlässt oder einen Gedanken teilt. Scheinbar hat Rainbow jahrelang versucht, ihn zu einem Beitritt zu überreden, doch leider lange ohne Erfolg. Kaid ist ein Traditionalist. Er lehnt aufgrund dessen technologieorientierte Operator ab, was auch seine enge Bindung zu Thatcher erklären würde. Meine Fresse, Thatcher hat echt viele Freunde in Rainbow. Come, break your back against the mountain. Weiter mit Mozzy. Gleich nach seinem Schulabschluss bewarb sich Mozzy bei der Australian Defence Force Academy. Mozzy stach in der Navigation am Boden hervor und wurde Experte auf zwei Rädern für Kommandounternehmen, Sperrmissionen und Konvoioperationen. Mozzy wurde trotz seines waghalsigen Fahrstils für seine Fähigkeiten im Gelände und Geistesgegenwärtigkeit gelobt. Mozzy ist so ein abnormaler Draufgänger, dass er am liebsten Testfahrten mit den neuen Stealth Bikes vom Militär durchführt, sagt aber selber, dass es keine größere Ehre für ihn geben würde, als Rainbow beizutreten. Mozzy und Gridlock sollen unglaublich gut miteinander harmonieren und Missionen auf ihre eigene Art und Weise durchführen. Mozzy kann Informationen unglaublich schnell verarbeiten, was dem Rainbow Six wohl wertvolle Sekunden sparen soll. Der Grund für Mozzys aufgedrehte Art soll wohl der sein, dass er das mittlere von drei Kindern ist und nur schwer Aufmerksamkeit von seinen Eltern bekommen hat. Deswegen fing er schon früh an, sich Extremsportarten zu widmen. Das Ganze ging so weit, dass er mit einem Motorrad und Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen ist. Mozzy soll wohl auch sehr wütend werden, wenn man ihn auf seine Größe aufmerksam macht. Wir nähern uns leider langsam schon dem Ende und den Startschuss macht Warden. Warden meldet sich mit 18 beim Marine Corps und verdiente sich mit seiner schnellen, aggressiven Denkweise diverse Belobigungen und wurde zum Master Sergeant befördert. Nachdem er die Marines verließ, wurde er als Personenschützer beim Secret Service tätig. Aufgrund von äußerst wichtigen und erfolgreichen Personenschutzaufträgen über 10 Jahren wurde Warden dann von Rainbow Six angeworben. Warden ist der geborene Personenschützer und hat ein ausgeprägtes Improvisationstalent und hat noch nie falsch gelegen. Warden soll laut seinem Profil auch ein unglaublicher Frauenschwarm sein. Er weiß, wie man Menschen manipulieren kann und macht gerne Gebrauch von seinem Kentucky-Dialekt. Kommen wir noch zum letzten im Boot und das ist Goyo. Ja, ich weiß eigentlich noch Wamai, aber ich habe bei Teil 1 auch noch nicht über Kali gesprochen. Die beiden kommen dann in einer Extra-Folge. Jedenfalls, im Alter von 11 Jahren wurde Goyo Zeuge, als eine Bombe sein Heim zerstörte, sein Vater und seine Schwester tötete und seine Mutter schwer verletzte. Seine Mutter motivierte ihn, seine Umgebung genauestens zu beobachten und sich beim Heroica Escuela Naval Militär einzuschreiben. Er bekämpfte zahlreiche Schmuggler und war an dutzenden Verhaftungen beteiligt. Goyo plant seine Schritte mehr als nur einen voraus, denn bei einem Treffen mit Harry haben sie eine Runde Schach gespielt und Goyo soll ihn innerhalb weniger Züge schachmatt gesetzt haben. Goyo ist der Mensch, der sehr gut nachdenkt, bevor er spricht, was dazu führt, dass viele ihn unterschätzen. Er hat wohl auch Frost mal eine Flasche Sodawasser mit Apfelgeschmack mitgebracht, obwohl sie sich nur einmal begegnet sind. Durch seine präzisen Fragen, die neue taktische Möglichkeiten aufwerfen, ist Goyo jetzt schon ein fester Bestandteil von Einsatzbesprechungen. Holy Jesus, war das eine Arbeit. Instagram und mein Merch sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.